Oh, wo kommen wir hier an? Hier sind ja Wohnmobile. Uiuiui. Hier hat Mops mich hingetrieben. Sie hat schon gesagt, hier gibt's LMC. Sie hat extra hier angerufen. Wir sind nämlich heute in... Was ist das hier? Lüdenscheid. Jawohl. Ach so, Leute. Wartet. Du, da stehen sie, die beiden LMC. So, einen Moment. Guten Tag. Wir haben 18 Uhr und herzlich willkommen bei Illo und Mops. Ich wollte Hallöchen sagen und Illo sagt, Hallöchen hört sich voll spießig an. Habe ich zu ihm gesagt, dann sage ich jetzt lieber guten Tag. Was findet ihr schlimmer? Guten Tag oder Hallöchen? Also ich finde, guten Tag ist mehr Spießer. Aber wenn das so möchte, dann mache ich jetzt einen auf Spießer. So, Mops, hier geht's wieder los. Jo. Heute auswärts bei LMC. Ich bin immer gespannt. Ich freue mich. Ja, was sehen wir auf den ersten Blick hier? Kamera schon dran? Was siehst du so? Ganz klar, so ein kompaktes Fahrzeug. Aha. Kompaktes Fahrzeug mit Scheibe in der Tür. Bitte aufpassen. Abgeschlossen. Und, nee, doch Hubbett. Ja, aber neben uns steht ja noch ein Kandidat. Aber das ist, warte mal, guck mal, das ist aber unsere Variante, glaube ich. Unsere Variante kostet 70.000? Ja, aber so cool, also ich wollte ja... Jetzt hast du uns extra hier hingelockt, komm. Warte mal. Hey, mal hier schauen. Ja, dieses eine Modell, was ich ja sehr gut finde, das gibt es ja noch nicht. Das wird ja jetzt erst produziert. Nee, das ist das Queen's Bed. Wir wollen ja... Ich sehe hier schwarz. Das waren jetzt schon wieder ein paar Kilometer hier hin, Mops. Jetzt ist mal Schluss hier. Doch wieder ein voll integrierter. Oh, 583. Okay. Euro monatliche Rate. Nee. Ich glaube, da vorne haben sie doch auch noch welche stehen, oder? Ja, lass mal gucken. Sehen wir noch welche? Und? Hm, sind das nur Stellplätze, oder? Also ich hatte ja hier mit telefoniert und die haben so ein LMC. Bloß, was er wahrscheinlich falsch verstanden hat, er meinte wahrscheinlich den LMC vom Vorjahr und nicht den aktuellen. Jetzt bin ich mal gespannt, ne? Ja. Ah, guck mal, aber mit Markise, schönes Fahrerhaus. 4 bis 10, das wird ein Vermietungsfahrzeug sein oder hier nur ein Stellplatz, das weiß ich jetzt noch nicht. Wollen wir mal reinzugucken, oder? Oh, da sind Sachen drin. Oh, Sachen sogar drin. Ein Hundeknochen, Leute. Ein Hundeknochen ist da drin? Ja, da unten rechts ist ein Hundeknochen. Ach, wenigstens was zu essen das da drin, ey. Das wird hier ein Stellplatz nur sein dann. Ja. Ja, wird es auch bezogen. Ja, ist hier alles nur Stellplatz, ne? Jo. Da müssen wir einmal da hinten rum. Heute sind wir drin hier im LMC. Genau, genau. Fiat-Hütte so, vorne. Ne? Automatik fehlt jetzt in unserem Fall. Hier oben das Dach, das ist schön. Hier sieht man im Eingangsbereich. Aber hier oben ist das Hubbett. Ja. Das bräuchten wir jetzt nicht. Ja, und für sich hier eigentlich auch schön aufgeteilt. Hier wird es wirklich wieder dribbelig wegen den Aquion. Aber gut, hier müssten wir das nicht ausbauen, so wie ich es dem Bocholt erzählt habe. Sondern hier könnten wir wirklich den Aquion dran machen, dass wir uns vorher den Kühlschrank einmal rausziehen. Hier ist mir jetzt direkt aufgefallen bei dem Kühlschrank, hier ist irgendwie nur so eine Plastikfolie, das finde ich jetzt nicht so cool. Der Kühlschrank hat eine gute Größe. Hier mit dem Ceranfeld. Auch schick. Hier oben kriegt man einiges rein. Ja, hier ist wirklich dann die Sicherung für das Hubbett. Das macht wegen mir wahrscheinlich echt Sinn. Ja, was das hier ist, ist wahrscheinlich die Heizung, würde ich mal so behaupten. Und hier sieht man auch das Bad. Das sieht wirklich schick aus. Großer Schrank, Wahnsinn. Was ist das denn für ein Schrank? Alter Schwede. Da kriegst du richtig was rein. Der Bettbereich, der wirkt wirklich wuchtig. Richtig dicke Matratzen, also wie in so einem Boxspringbett. So wünscht man sich das. Und hier auch wirklich viel Platz. Hier kriegt Mops einiges rein. Ein großes Fenster hier hinten. Das wird dann wegen der Max Van nix, wie ich mir das vorstelle. Weil die Max Van, ich glaube, die will ich wirklich haben. Gut, hier, dann müsste der Max Van hier oben rein, in der Mitte. Dann ist es so. Was wir jetzt hier nicht so schön finden, ist auf jeden Fall, dass es hier keine Mitteltür ist.
Aber ein Kompromiss könnte man schließen hier mit dem Vorhang. Ja, hier ist die Heckgarage. Unten Fach, rechts oben eins, da hinten. Sehr gut. Da kann man auch die ganzen Schlüssel und so reinmachen. Und einen USB-Anschluss. Also man kann hier sogar das Handy quasi hier drin laden. Ne? Hier rein tun, laden. Ist direkt immer beim Rein- und Rausgehen kann man hier alles mitnehmen. Das finde ich richtig cool. Genauso wie diese zwei. Ja, aber die Schuhdinger, das ist da kannst du ja so Zeitschrift oder irgendwie was reintun, was du für so draußen brauchst oder sowas. Okay. Das war hier der LMC T668G. Und wir wollten uns nämlich den T730G angucken. Und der kommt leider jetzt später. Ja, und jetzt müssen wir eventuell nochmal nach Lüdenscheid. Das ist zwar nicht unsere Bettvariante, aber wir gucken uns den T608 LMC einfach mal an. Mit einer Fiat-Hütte da vorne vor. Und die sind noch erwerblich hier. Also auch gerade der war noch erwerblich. Wir gehen mal hier rein, weil der 730, der sieht quasi hier mit der Küche so aus wie hier jetzt. Wir müssen es ja auch einfach mal auf uns wirken lassen. Wo könnte jetzt hier unser Acheon stehen? Perfekt. Der passt perfekt hier hin. Von der Größe, man kann den Sitz mal kurz abmachen, von hinten einfach hier ein Loch rein, von hinten gegenkontern, damit der auch in der Fahrt richtig sicher sitzt. Ja, hier oben das Hubbett, da müssen wir uns irgendwie von trennen. Schade ist natürlich, weil die Schränke sich dann auch davon trennen. Aber wir brauchen das Gewicht. Da hängt ganz schön was dran. Aber dann kann ich mir auch vorstellen, dass man sich da irgendwie was bastelt. Dass wir uns hier oben irgendwie so ein Regal bis darüber irgendwie bauen oder sowas. Ich bin ja auch handwerklich, dass ich da einiges drauf habe. Das kriegen wir schon hin. Ja, von vorne, also Fiat. Mir ist, glaube ich, auch Fiat wirklich wichtig. Oder wirklich Ford. Na, ich weiß es nicht. Ja, das hier ist auch ein bisschen nicht so günstig. Der Kindersitz muss da ja hin. Das ist eigentlich auch nicht schlecht hier mit dem Kühlschrank. Schöne Größe, schönes Licht. Hier mit dem Einstieg ist schön. Hier haben wir auch die Anzeige. Wie ist die Batterie drauf? Wie ist der Wasserstand? Hier die Truma-Heizung wieder. Und hier haben wir wirklich dann auch eine Tür. Die ist jetzt hier oben noch gesichert. Die das dann hält. Guck mal, du kannst ja mal kurz das Bad vorstellen hier hinten im Bereich. Achso, wow. Aha. Hier ist auch so eine Dusche. Ja, Dusche finde ich eigentlich auch gut, wenn es einzeln ist. Wie ist das Bad? Auch sehr schön. Wie breit ist das Bett dort? Aber das passt leider nicht. Nee, das passt nicht. Das ist ein 1,40er. Das ist zu klein, ne? Das ist definitiv zu klein. Hier mit der Dusche. Eigentlich schön gelöst. Hier das Badezimmer. Auch wieder hier der große Schrank. Hinten die beiden großen. Hier auch ein schöner Schrank, ja, da kriegt man mal wirklich ein paar Dinger reingehangen. Ja, Mops, und was sagst du? Ja, ich finde diese Variante, ich mag das halt mit dieser Küche, wenn die hier auf Eck ist, ne? Das deswegen halt wäre diese größere Variante eher was für uns, ne? Ja, Mops, war das jetzt eine Leerfahrt hier oder wie sieht's aus? Ja, irgendwie schon. Also ich hatte ja letzte Woche angerufen und da hieß es ja, beide Modelle sind da. Aber eigentlich interessiere ich mich bei LMC für dieses ganz, ganz neue Modell. Das wird aber erst zum Anfang des Jahres hergestellt. Aber überall sind natürlich irgendwelche Werkschließungen, dann irgendwelche Sachen, die nicht ankommen. Und dieser neue LMC, der da rauskommen soll, der hat eine graue Verkleidung. Und der Verkäufer sagte mir gerade schon, dass irgendwie bei diesen grauen Sachen, das ist glaube ich auch bei Wohnwagen, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die das auch so. Und da mussten die schon mehreren Kunden jetzt sagen, wird später geliefert, weil sie das momentan nicht vorrätig haben. Und ja, wer weiß, wann es dann erst irgendwie was geben würde. Ich würde ihn mal gerne sehen, aber ich kann ja nicht sehen, was es noch nicht gibt. Ne? Naja, und der war so braun irgendwie auch. Ne? Das war jetzt irgendwie war braun, auch der neue, den ich meine, der ist gar nicht braun. Naja, aber die beiden, die da jetzt standen, so, ne? Das war irgendwie so ein Braun genau. Da drin. Was ne? Ich aber dazu sagen muss, dieser neue LMC, den ich halt sehr, sehr optisch sehr schön finde, hat aber auch keine separate Dusche, glaube ich. Nee, das hat er nicht. Also so ein extra Duschraum. Und der hat auch keine Tür zum Fahrerhaus. Meinst du jetzt den T
730 oder was? Nein, dieser ganz neue, den ich dir mal geschickt habe, der uns mal auch empfohlen wurde von jemandem außer Kommentare. Ach so, okay. Genau, nee, da hat uns sogar jemand eine E-Mail geschickt, genau. So war es gewesen. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus, aber hat halt auch keine separate Dusche, was wir eigentlich haben wollten, und keine separate Tür. Aber er sieht wirklich top aus, aber ihn gibt es noch nicht. Ja, genau. Aber was ich sagen muss bei LMC, was mir aufgefallen ist, es ist wirklich hochwertig. Also es sieht echt hochwertig aus, es fühlt sich hochwertig an. Du hast da nicht so das Gefühl, du hast da irgendwie so ein Spanplatt in der Hand, ne? Naja, ist uns auch aufgefallen, wo er die Tür einfach zugeworfen hat. Das hat sich nach einer Tür angehört. Das hat sich nicht nach irgendwie so, wenn ich das bei meinem Wohnwagen oder bei unserem Wohnwagen zumache. Ja, das ist so, ja, machst halt einen Wohnwagen zu. Ja. Und was cool war, der hatte am Wohnwagen nicht, musste nicht so zuschließen, sondern der hat so einen Drücker, so eine, ja, einen Schlüssel mit so einem Drücker, wie ihr das auch kennt. Wie nennt man das denn nochmal? Ja, Funkschlüssel, ne? Funkfernbedienung. Ja, genau. Auf jeden Fall mega cool. Ich sag, ist das irgendwie jetzt Aufpreis oder so? Nee, das ist wohl Standard bei LMC. Ja, hatten wir aber auf jeden Fall so noch nicht gesehen. Ja, und hinten waren, glaube ich, so LED-Leuchten gewesen. Ja. Auch. Ja, lass uns mal noch so über, was gab es noch pro? Also ich fand zum Beispiel die Matratze fand ich sehr positiv. Ne? Also die war richtig dick und man hat in der Mitte, hat man auch einfach gesehen, da war jetzt kein Lattenrost drunter, aber sie war einfach dick und ich habe mal so die Hand drauf gepresst und das war eigentlich sehr positiv, fand ich. Ja, auch schön Fiat-Hütten, natürlich nicht genau das, was ich jetzt persönlich mir vorstelle. Ja. Mir fällt jetzt auch gerade eben einfach auf, so im Stau, boah, ist das ätzend, immer mit diesem erste Gang, zweite Gang, wieder runter, erste Gang, zweite Gang, dritte Gang, wieder runter, erste Gang. Boah, das möchte ich einfach nicht. Überlegt mal, Leute, wie viel Geld nehmen wir jetzt hier in der Hand? Und dann soll ich diesen Kompromiss kann ich nicht eingehen. Das ist mir einfach jetzt gerade eben nochmal klar geworden, weil wir fahren heute hier mit dem kleinen Auto, also mit Mops ihren Autos quasi. Wir wollten den mal richtig ausfahren, der musste zwischendurch ausgeblasen werden. Ja. Das hatten wir nämlich auch mal bei meinem Fahrzeug hier, weil ich nutze ihn ja nur und dann immer nur für so kurze Strecke mal zum Einkaufen und sowas. Und dann hatten wir auch das Problem und mussten ihn reparieren lassen, weil der war nicht richtig ausgefahren, dadurch hat sich alles verstopft und so und dann mussten wir da irgendwie auch ein paar hundert Euro reinstecken, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was da war. Er lief unruhig und dann... an dem Abgas, wie heißt das nochmal, das Ding? Ich weiß es gerade nicht mehr. Warte, ich habe es auch im Kopf, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ja, das, also jeder weiß sofort Bescheid, wenn ein Auto unruhig läuft, dann ist es da mit dem Abgas dazu. Der Drehzahlmesser, der war immer so am Zittern und der Wagen selber war auch immer so am Zittern. Ja, und es liegt damit zusammen. Und uns wurde gesagt, ey, wirklich, dann fahr ihn wirklich, seh mal zu, dass du ihn alle paar Wochen oder einmal im Monat, dass du wirklich auf der Autobahn jagst, jetzt nicht jagen im Sinne von Vollgas geben. Er sagte, konstant, angenommen 120 fahren, aber dafür mal wirklich eine Dreiviertelstunde, dass der wirklich mal alles rausbläst. Ja, genau. Das ist wichtig. Es kommt nicht darauf an, dass du einmal kurz auf der Autobahn für eine Viertelstunde bist und da wie ein Affe fährst. Die Lambda-Sonde, da ist es. Ja, genau. Genau, und die ist nämlich bei BMW dann mit einem extra Kabel noch und das ist quasi wie so ein Steuergerät. Und das mussten wir jetzt tauschen lassen. Genau, das Steuergerät dafür, ja. Und deswegen ist es nicht verkehrt, wenn wir jetzt auch dieses Fahrzeug hier mal nehmen und den mal schön lang und schmutzig auf konstante so 120 mal fahren, dann tut das den Autos gut. Ja, wenn es hier mal geht bei den ganzen Baustellen hier in Deutschland, sorry ey, da muss ich mal wieder einfach einen abdrücken. Boah, das nervt hier, diese Baustellen, ey. Ja. Ja, was hatte er jetzt noch Positives? Also was jetzt direkt aufgefallen ist vielleicht, wo du sagtest so... Ach so, ja, was ich fand, die Fronten so, ne, von den Küchen, die Küchenfronten, die waren so wie so Lack so ein bisschen. Das fand ich ganz schön. Da sagte ich noch zu ihm, ach, das ist ja ganz schön mit dem Lack. So, ich sage ja, wegen Fingerabdrücke ist eine andere Sache, ne. Ich sage, wenn die noch weiß, dann sagt er, ja, wenn man ja keine Kinder hat. Ich sage, doch, wir haben eins. Er sagt, oh. Ja, ich sage ja, der Kleine, der schläft doch hier gerade da vorne im Auto. Wir hatten ja hier Fenster auf und das Auto stand ja 3 Meter daneben. Das hatte er ja nicht gesehen gehabt, ne. Ja. Aber das sah sehr, sehr schön aus, fand ich, mit diesen Fronten. Ja. So, jetzt haben wir den Hund gestreichelt, jetzt können wir ihn auch mal wieder ein bisschen treten. Nein, jetzt nichts gegen Hunde, so. Das war jetzt eine Redewendung. Das ist nur so ein blöder Spruch. Naja, genau. Nee, was war jetzt einfach negativ? Ich fand ihn direkt optisch richtig klobig, klopsig, big. Na, hatte irgendwie keinen richtigen Schnitt drin. Also ich habe ihn jetzt von hinten natürlich erstmal gesehen. Natürlich eine Frau von hinten überzeugt erstmal, aber ne, irgendwann dreht die Frau sich um. Von vorne sah sie schon besser aus, also der LMC. Also ich fand ihn von außen jetzt nicht so schlimm. Ich fand ihn halt von innen. Es ist halt nicht meine Farbwahl. Ne? Hätte er so weiße braun, Fronten gehabt, genau. Wäre es was anderes gewesen. Aber so leider nicht.
das war es eigentlich auch schon, finde ich, was man Kritik sagen. Ja, so, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr, wenn es heißt Illo und Mops da hinten. Alles klar, ciao.